Im heutigen Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr zu 100% KI-generierte Bücher über Amazon verkaufen könnt. Ja, man kann tatsächlich Bücher zu 100% zum Beispiel von ChatGPT schreiben lassen und kann diese anschließend dann über Amazon verkaufen. Ich hatte schon mal vor wenigen Tagen ein Video zu genau diesem Thema gemacht und viele von euch hatten sich einen genaueren Guide gewünscht. Und genau das kommt heute, nämlich heute möchte ich euch von vorne bis hinten zeigen, wie man solch ein Buch schreibt. Wir fangen zuallererst mal mit dem wichtigsten Part an, nämlich der künstlichen Intelligenz, nämlich ChatGPT. Wir können natürlich Texte in ChatGPT schreiben lassen und können diese anschließend auch verwenden. ChatGPT sagt auch, ja, wir haben die kommerziellen Nutzungsrechte, aber ChatGPT natürlich nimmt Daten von überall her. Man weiß nicht zu 100%, ob tatsächlich diese Daten nicht irgendwo anders schon mal aufgetaucht sind. Man kann natürlich einen Plagiatscheck machen, der hilft in einigen Fällen schon sehr doll, aber man geht halt immer so ein kleines Restrisiko ein. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich persönlich würde dieses Risiko eingehen und würde die Texte aus ChatGPT verwenden und gleichzeitig mich aber absichern, zum Beispiel mit einer betrieblichen Haftpflichtversicherung, einfach, dass, falls was passiert, man da zumindest, was die Downside, was das Risiko angeht, abgesichert ist. Das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen natürlich ein Thema herausfinden. Und da würde ich persönlich einfach zuallererst mal mir Folgendes überlegen. Nämlich, ich würde mir überlegen, okay, wie viele Bücher kann ich denn eigentlich umsetzen? Das heißt, kann ich zum Beispiel 5 oder 10 oder 20 Bücher vielleicht sogar in einer Woche umsetzen? Und ist es dementsprechend für mich so wichtig, zwingend eine explizite Nische zu wählen? Oder habe ich vielleicht auch anderswo Traffic-Quellen, mit denen ich Reichweite für die Bücher generieren kann, sodass ich vielleicht das meiste von meiner Reichweite gar nicht mal zwingend durch Amazon selbst generiere, sondern womöglich durch eine andere Traffic-Quelle? Das könnte zum Beispiel ein Newsletter sein, das könnte zum Beispiel ein YouTube-Kanal sein, das könnte irgendwas anderes sein. Wenn es natürlich jetzt aber generell um Masse geht und ihr wollt einfach sehr, sehr, sehr viele Bücher umsetzen, dann müsst ihr halt entscheiden, wollt ihr diese unter eurem echten Namen publizieren? Das heißt, wollt ihr in einer ganz spezifischen Nische zum Beispiel bleiben? Also, dass ihr zum Beispiel sagt, so, ich möchte mich halt branden als der Finanz-Geldverdienen-Experte, oder sagt ihr, ich wähle einfach ganz, 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 ganz viele fiktive Namen, also Pseudonyme praktisch, und publiziere meine Bücher in allen möglichen Bereichen. Sei es zum Beispiel Geld verdienen, sei es zum Beispiel Gesundheit, sei es zum Beispiel Fitness, sei es vielleicht sogar auch Romane und. Das kann man natürlich auch machen. Dafür würde ich aber dann, wie gesagt, mehrere Namen verwenden und nicht unter einem einzigen Pseudonym publizieren. Wenn ihr jetzt eine Idee habt, zum Beispiel sagen wir mal Geld verdienen oder Geld verdienen mit ChatGPT, dann würde ich Folgendes tun, nämlich dann würde ich mal in dieses Tool hier reingehen. Das nennt sich Publisher Rocket. Ich habe euch das wie immer in der Videobeschreibung drin verlinkt und ihr wisst, ich bin der einzige Affiliate weltweit, der euch das Tool anbieten kann, nicht für $199, sondern für $137. Das heißt, falls ihr es viel günstiger bekommen wollt, dann schaut jetzt gerne mal in die Videobeschreibung rein. Was wir machen wollen jetzt ist Folgendes, nämlich wir wollen zuallererst mal den Marktplatz auswählen. Also ihr könnt hier rechts oben drauf gehen und könnt die Markets USA, UK oder auch DE wählen. Ihr müsst entscheiden, auf welchem Marktplatz ihr publizieren wollt. Was hat das Ganze auszusagen? Also wenn ihr natürlich jetzt, sagen wir mal, ein deutsches Buch publiziert, dann ganz klar, klickt ihr auf den deutschsprachigen Markt, klickt auf Switch Anyway und dann untersucht ihr jetzt hier die Daten auf dem deutschsprachigen Markt. Wenn ihr ein englisches Buch publiziert, dann müsst ihr halt gucken, ist das relevant für den .com-Markt, also für USA, oder vielleicht doch für den .UK-Markt, also praktisch für den Markt in Vereinigten Königreich, oder das ist dann sogar .co.uk. Ich muss es nochmal nachgucken, aber auf jeden Fall halt der englischsprachige Markt. Ich persönlich bin ganz ehrlich mit euch, ich publiziere nie primär auf dem UK-Markt. Ich publiziere immer primär auf dem USA-Markt oder halt auf dem deutschen Markt. Wir bleiben vielleicht mal bei dem deutschen Markt, würde jetzt also, oder wir machen vielleicht mal einen englischen Markt, klicke jetzt hier auf USA, klicke auf Switch Anyway und jetzt haben wir hier praktisch die Möglichkeit, auf Keyword-Suche drauf zu gehen und jetzt würde ich hier hinschreiben, Earn Money with AI zum Beispiel. Könnt ihr also gucken, wie profitabel ist dieses Thema, Geld verdienen mit künstlichen Intelligenzen. Klicke dann auf Los geht's Rocket, habe hier mein Thema, klicke auf Analysieren, sehe $178 pro Monat und wir haben hier einen Schwierigkeitsgrad Konkurrenz von 12. Das ist wirklich in Ordnung, also je geringer der Score, desto besser. Und ich würde hier natürlich sagen, ja, wäre schöner, wenn das noch eine deutlich höhere Summe wäre, aber kann man nichts machen, wenn man zwingend in diesem Bereich sein möchte. Wenn man jetzt natürlich aber probiert, sag jetzt mal, ja, vielleicht in diesem Bereich unterwegs zu sein, aber man möchte... oder man ist vielleicht entspannt, was das Ganze angeht und würde auch andere Subnischen wählen, dann kann man natürlich hier auch auf neue Suche draufgehen und kann zum Beispiel einfach nur Earn Money AI oder sowas eingeben und dann kriegt man dahinter meistens nochmal ein paar mehr Keywords. Schauen wir mal, in diesem Fall ist es auch wieder nur ein Keyword, aber können wir mal gucken, hier sind die Daten wieder ein bisschen besser. Dann kann ich vielleicht eingeben sowas wie Earn Money with ChatGPT
with ChatGPT. Kann wieder hier auf Los geht's Rocket draufklicken. Und ihr merkt schon, ich research natürlich jetzt hier eine ganz klare Nische und gucke dementsprechend natürlich, welche von diesen, sagen wir jetzt mal, Keywords, die wir jetzt hier herausgefunden haben, lohnen sich am meisten. Aber alle sind ungefähr so im selben Bereich. Wir sprechen hier von, sagen wir mal, unter 200, also circa 200 Euro pro Monat. Und mit Schwierigkeitsgrad Konkurrenz, der relativ gering ist. Ich würde mir auf jeden Fall nochmal die Konkurrenz angucken. Dazu rechts auf den grünen Button draufklicken. Dann kann man sich also anschauen, wer performt hier richtig gut, welche Bücher machen wie viel Geld. Da kann man also wirklich ganz genau auf die Bücher draufgehen, kann dann sehen, okay, zum Beispiel dieses Buch hier, ChatGPT Book for Beginners, Getting Started with ChatGPT, The Ultimate Beginner's Guide. Dieses Buch zum Beispiel macht 209 Dollar pro Monat, 24 Dollar pro Tag. Und dann könnte ich natürlich jetzt hier mir das ein bisschen genauer anschauen und könnte halt gucken, okay, was macht ihr richtig, was macht ihr falsch, was können wir vielleicht sogar noch einen Ticken besser machen. Und ihr müsst jetzt Folgendes tun, nämlich ihr müsst halt diese Konkurrenzanalyse durchführen, direkt in Publisher Rocket. Das könnt ihr für den US-Markt machen, das könnt ihr für den deutschen Markt machen, für Books, für Kindle Books oder auch für Audible. Müsst ihr, wie gesagt, entscheiden, was ihr dort anklicken wollt. Ich researche in der Regel halt die physischen Bücher im Low-Content-Bereich. Im Content-Bereich researche ich meistens das physische Buch als auch das Kindle-E-Book, weil ich halt Daten für beides haben möchte. Und jetzt natürlich müssen wir dieses Buch umsetzen. Wie das geht, das schauen wir uns jetzt mal an. Das Erste, was wir erstmal tun müssen, ist, wir wollen hier zurück reingehen in ChatGPT. Und wenn wir halt in ChatGPT drin sind, dann wollen wir hier Folgendes eingeben, nämlich wir wollen hier erstmal ein Inhaltsverzeichnis festlegen. Zum Beispiel kann es hier sein, dass wir jetzt ein Buch schreiben wollen rund ums Thema, sagen wir mal, Geld verdienen mit ChatGPT. Dann würde ich jetzt hier Folgendes machen, nämlich ich würde reinschreiben, come up with a table of contents with, sagen wir mal, irgendwie 10 chapters and 5 sub chapters for a book about earning money with ChatGPT. So, und dann haben wir das Ganze schon. Ihr könnt es natürlich auch auf Deutsch machen. Ich mache das immer gerne auf Englisch, weil halt einfach der Markt viel größer ist im englischsprachigen Bereich. Aber jetzt würde ich hier auf den Button draufklicken. Jetzt wird automatisiert dieses Inhaltsverzeichnis geschrieben, nämlich Chapter 1, Introduction to ChatGPT and its Earning Potential, 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Chapter 2, Setting up for Success, Accessing ChatGPT Free versus Paid Versions, Optimizing your Workspace und so weiter und so fort. Jetzt wird also praktisch das Ganze hier zusammengeschrieben. Und was wir in der Zwischenzeit machen wollen, ist Folgendes. Nämlich, wir wollen reingehen in unser Pages-Dokument oder Word-Dokument oder OpenOffice oder welches Programm auch immer ihr verwendet. Ich habe jetzt mal hier so ein leeres Dokument aufgemacht und wir gehen jetzt einfach nur hier gleich rein, sobald das Ganze fertig ist und klicken einfach unten einmal auf Kopieren drauf. So, nämlich hier Kopieren. Jetzt gehen wir zurück in das Dokument. Wir löschen jetzt einmal kurz hier den Listenstil und jetzt geben wir das hier einmal kurz rein. So, jetzt haben wir das Ganze hier schon reinkopiert. Jetzt löschen wir das hier oben. Table of Contents und das könnten wir theoretisch lassen. Also das könnte natürlich jetzt hier auch der Titel vom Buch sein, aber ich lasse es mal einfach komplett weg. Dann hier unten hatten wir noch so einen kleinen Kommentar von ChatGPT, das löschen wir auch raus. Und jetzt haben wir hier unser Table of Contents und was wir jetzt machen wollen, ist Folgendes. Nämlich wir wollen halt hier zurückgehen in ChatGPT, nehmen dann zum Beispiel diesen Punkt 1.1, ich kopiere das Ganze mal hier, Punkt 1.1. Und jetzt sage ich hier unten Folgendes, nämlich write 1000 words about this topic, it is, oder wir machen es einfach ganz kurz, nämlich write 1000 words about this topic und dann wird automatisiert jetzt hier wieder ChatGPT damit beauftragt, genau diesen Text zu schreiben, nämlich ChatGPT, developed by OpenAI, is an advanced artificial intelligence, AI model, designed for human-like text generation und jetzt wird geschrieben und das kann natürlich jetzt ein paar Sekunden dauern, bis wir hier dann diese Texte vorliegen haben, aber was wir jetzt eigentlich machen wollen, ist Folgendes, nämlich wir wollen immer diesen Abschnitt hier nehmen, diesen Punkt nehmen, wollen ihn ja wieder zurück eintragen hier in dieses Dokument und dann machen wir das halt mit jedem einzelnen Unterpunkt. Das heißt, wir gehen dann von Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt und wollen halt bei jedem von diesen Punkten hier einfach ChatGPT beauftragen, 1000 Wörter zu schreiben. Wenn ihr natürlich sagt so, das erste Kapitel wäre mir dann viel zu lang, das sind ja 5000 Wörter, vielleicht soll einfach halt nur dieses erste Kapitel so ein kurzes Einführungskapitel sein, dann könnt ihr natürlich auch sagen, so, vielleicht für jeden Punkt sollen 200 Wörter geschrieben werden oder vielleicht 300 oder 500 oder wie viele auch immer. In meinem Falle sage ich jetzt so, es sollen 1000 Wörter geschrieben werden. Hier wird auch schon das Ganze richtig schön zusammengeschrieben und jetzt würde ich also praktisch hier oben einmal hingehen, würde dann diesen ganzen Text einmal kopieren. Ich mache mal das jetzt einfach so, weil ChatGPT mört sich hier noch ein bisschen aus. Ich nehme jetzt einfach diesen Part, gehe hier zurück in das Dokument rein, kopiere den einfach mal kurz hier rein. Und übrigens, wenn ihr dann später diesen kompletten Text fertig habt, würde ich nochmal den kompletten Text in ChatGPT reintun und würde dann Folgendes sagen, nämlich dass ChatGPT
den Text so überarbeiten soll, dass alle Punkte, die oder alle Kapitel, die sich zu ähnlich sind, überarbeitet werden. Bedeutet also in der Praxis, dass ChatGPT nochmal das komplette Buch liest bzw. analysiert und das rausnimmt, was doppelt ist. Da müsst ihr euch so einen kleinen Prompt überlegen, ist meines Erachtens aber wirklich nicht sonderlich schwer. Und dann macht ihr Folgendes, nämlich dann habt ihr ja dieses Dokument hier und ich stelle mir jetzt vor, ihr habt zu jedem von diesen Punkten 1000 Wörter schreiben lassen, ihr habt jetzt ein riesen Dokument mit, sagen wir mal irgendwie, was haben wir hier, 50 Unterpunkten, das heißt, ihr habt 50.000 Wörter, ein Riesenbuch habt ihr geschrieben, automatisiert, dann macht ihr Folgendes, nämlich ihr geht auf folgende Plattform, nämlich auf Fiverr. Und hier braucht ihr jetzt noch jemanden, der das Formatting für euch macht. Das heißt, ihr sagt jetzt hier KDP Book Formatting und dann findet ihr alle möglichen Leute, die das Ganze für euch machen. Es gibt einen, den kann ich euch sehr empfehlen, der nennt sich, ach Gott, schöner Username, aber ich glaube Sweet Princess 99 oder 77, eins von beiden. Und er ist richtig, richtig gut, also macht einen tollen Job. Ihr könnt natürlich aber auch jede erdenkliche andere Person nehmen. Ich würde hier wirklich jemanden nehmen, der das Ganze günstig macht. Ihr braucht hier nicht, sagen wir mal, irgendwie 50 oder 100 Euro für das Formatieren von so einem Buch ausgeben. Also wenn ihr jetzt jemanden findet, der es für 10 macht, super. Zum Beispiel hier der Nakim Khan, würde ich einfach mal draufklicken, würde mir das Ganze durchlesen. 10 Dollar, nur Taschenbuch, Coverformatierung einschließlich JPEG und PDF. Ich schaue gerade mal, das ist irgendwie Formatierung nur vom Cover. Okay, wir wollen aber hier eine Formatierung vom Text haben. Das heißt, wir gehen mal auf den hier einfach drauf, nämlich für 25 Dollar professionelle Formatierung mit allen in der Gig-Beschreibung genannten Funktionen bis zu 50 Seiten für ein Format. Okay, super. Die Person, also die Jenny, würde ich dann zum Beispiel anschreiben, würde sagen, so, ich habe jetzt hier mein Buch, da könnt ihr mal hier auf Kontaktiere mich draufklicken, könnt ihr auf Angebot erhalten draufklicken. Dann würde ich einfach der Jenny meinen Text schicken, würde sagen, hier Jenny, ich möchte diesen Text formatiert haben, was würde das Ganze kosten? Dann sagt die Person zum Beispiel, was weiß ich, 40 Dollar, dann würde ich einfach die Person ganz kackdreist runterhandeln, würde also praktisch sagen, komm, 20 oder wie viel auch immer. Und wenn die Person dann natürlich sagt, hey, das ist mir zu wenig, dann sagst du einfach, okay, dann muss ich halt zu jemand anders gehen. Also ich weiß, ich möchte mich jetzt hier nicht zu halsabschneiderisch anhören, ihr kennt mich, aber es ist alles ein Spiel, beziehungsweise es ist alles einfach Verhandlungssache und die Leute müssen nicht mit euch verhandeln, aber ihr könnt natürlich einfach sehr viel Geld sparen, wenn ihr einfach ein bisschen verhandelt. Das heißt, ich würde einfach da ganz dreist dann zurückschreiben, so, komm, wir machen das für den und den Preis und wenn die Person sagt, nö, geht nicht, dann sagt ihr halt einfach, gut, dann gehe ich halt zu jemand anders und siehe da, auf einmal wird die Person sagen, na komm, wir machen es doch oder sowas oder wird zumindest beim Angebot her sich doch auf euch zu bewegen. So, dann der nächste Punkt ist natürlich der folgende, nämlich ihr müsst auf Amazon gehen. Dazu geht ihr einfach auf kdp.amazon.com drauf, legt euch einen Account an. Dann klickt ihr hier auf Erstellen drauf. Sobald ihr auf Erstellen draufgegangen seid, werdet ihr hier zu diesem Part weitergeleitet. Wichtig ist Folgendes, nämlich, dass ihr auf jeden Fall auch nochmal euch ein Cover machen lasst. Dazu wieder auf Fiverr draufgeben, KDP Book Cover eingeben. Wichtig ist übrigens auch beim Formatting, dass ihr das Format machen lasst für das Paperback als auch für das Kindle-Buch. Das heißt, das müssen zwei unterschiedliche Dinge sein. Was wollen die von euch wissen? Naja, die wollen halt auch die Formatierungsgröße haben. Das ist dann 6x9, das ist halt so das typische Format, das die meisten Leute für ihre Bücher wählen. Die wollen natürlich auch noch wissen, zum Beispiel, ja, so sagen wir es mal, also neben dem Format 6x9 würde ich zum Beispiel auch solche Dinge wissen wie, manchmal ist es auch die Papierfarbe, wollen die wissen, die wollen halt wissen, was auf der letzten Seite zum Beispiel drauf sein soll. Auch wichtig, ihr braucht auf jeden Fall ein Impressum, das heißt, packt auf die letzten Seite eure relevanten Daten drauf, das müssen echte Daten sein, das dürfen jetzt keinesfalls irgendwelche fiktiven Daten sein, das darf auch keine, weiß ich nicht, PO-Box, also so eine Postbox oder sowas sein, das ist alles nicht erlaubt. Es muss wirklich eine echte ladungsfähige Anschrift sein und wenn ihr halt dann die Informationen an die Person weitergeben habt, und ich kann euch auch mal so einen Auftrag hier zeigen. Ich gehe mit euch mal hier rein. Das ist jetzt komplett improvisiert. Dann seht ihr übrigens auch, wie viele Aufträge ich hier ständig an Leute auf Fiverr vergebe. Und ach, das ist ja schön. Fiverr ist derzeit offline, was das Ganze angeht. Auch spannend. Aber genau, also wenn ich jetzt hier auf Aufträge gehe, dann seht ihr bei mir, ich gebe halt alle paar Tage praktisch solche Aufträge hier weiter an meine Freelancer. Und zum Beispiel das hier ist auch eine sehr, sehr gute Freelancerin, die kann für euch das Cover machen. Das ist hier die Pro Designs X und ich kann euch immer so die Anforderungen zeigen, was ich dann zum Beispiel der Person immer so schicke, wenn das Ganze hier mal laden sollte. Ich denke, Fiverr hat tatsächlich heute so ein oder andere Probleme, aber was zum Beispiel dann halt auch die Cover-Designerin und der Cover-Designer von euch haben möchte, ist Folgendes, nämlich die wollen halt wissen, was soll auf das Cover drauf, welches Element, welche Größe soll das sein, 6x9, dann natürlich Titel vom Buch, den Untertitel, Namen vom Autor, also das sind so die grundlegenden Dinge, die halt auf das Cover drauf müssen. Ihr seht schon, Fiverr scheint heute wirklich irgendwelche Probleme zu haben und es liegt wirklich nicht an meinem Internet, aber zurück zum Thema, ihr braucht halt einen Cover-Designer, lasst das machen und dann habt ihr auf jeden Fall ein gutes Cover, dann habt ihr auf jeden Fall ein schön formatiertes Buch
und dann müsst ihr es halt, wie gesagt, nur noch auf Amazon hochladen. Klickt einfach einmal kurz hier auf Taschenbuch erstellen drauf, dann könnt ihr halt hier die Sprache angeben. Zum Beispiel in meinem Falle wäre das jetzt erstmal hier einfach Englisch, das ich als Sprache angeben würde. Dann darunter haben wir jetzt hier zum Beispiel den Buchtitel. Würde ich also hier Buchtitel, Untertitel eingeben. Wichtig ist gerade beim Buchtitel, haltet das short und sweet und clean. Also habt das wirklich als ein ganz kurzer, knapper Titel. Aber dann beim Untertitel, da könnt ihr halt relativ viele Keywords mit einbringen. Wichtig ist, dass der Buchtitel als auch der Untertitel in ihrer Gesamtheit auf dem Titel sind, dass es auf dem Cover sind. Das sind tatsächlich Regeln von Amazon, gegen die sollte man nicht verstoßen. Dann Auflage, schreibt ihr einfach hier eine 1 rein, Autor, da könnt ihr halt ein Pseudonym wählen, da könnt ihr also auch einen fiktiven Namen wählen, denkt euch einen Namen aus, schreibt ihn hier rein, fertig ist. Mitwirkende müsst ihr nichts eingeben bei der Beschreibung, schreibt hier einen schönen Werbetext, 4000 Zeichen habt ihr, geht da ruhig detailliert vor, habt eine schöne Beschreibung. Ich würde anfangen mit erstmal einer rhetorischen Frage, sowas von wie: Würdest du gerne mehr erfahren über, wenn du halt ein Ratgeberbuch hast, dann würde ich halt den Leuten kurz erklären, worum es im Buch geht, würde dann über die einzelnen Kapitel drüber gehen, würde dann erklären, für wen sich dieses Buch eignet und dann am Ende nochmal einen Call to Action in die Beschreibung reintun. Ihr seid der Inhaber des Urheberrechts, also einmal kurz da draufklicken. Sind da irgendwelche expliziten Inhalte drin? Nein, natürlich nicht. Der hauptprimäre Shop, sag ich jetzt mal, ist bei euch .com und wenn es jetzt um den deutschsprachigen Marktplatz geht, dann ist es natürlich .de. Bei der Kategorie klickt ihr hier auf Wählen Sie eine Kategorie aus und dann könnt ihr halt hier die Kategorie wählen, die für euch am besten passt. Sagen wir mal zum Beispiel, es ist irgendwie ein Buch rund ums Thema Geld verdienen, dann klickt ihr halt hier auf Business und Karriere. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, so, das ist halt allgemein, das ist schon mal die erste Nische. Dann könnt ihr aber zum Beispiel noch eine weitere Option auswählen, wenn ihr das wollt. Also ihr könnt insgesamt da 3 Kategorien auswählen. Dann bei den Stichwörtern, da würde ich halt einfach 7 Stück aus Publisher Rocket nehmen, die wir also auf der linken Seite in Publisher Rocket gesehen haben. Wie gesagt, falls ihr euch Publisher Rocket holen wollt, Link zu Publisher Rocket ist in der Videobeschreibung drin. Schaut es euch auf jeden Fall an. Das Tool gibt es jetzt für gerade mal $137. Wirklich, wirklich günstig. Und vor allen Dingen die meisten anderen Tools, die kosten zum Beispiel $97 im Monat. Das kostet nur ein einziges Mal $137, also wirklich ein richtig guter Deal. Veröffentlichungsdatum sagt ihr halt hier oben einfach, Veröffentlichungsdatum und Erscheinungsdatum sind identisch. Erscheinungsdatum, jetzt mein Buch zum Verkauf veröffentlichen und dann könnt ihr jetzt schon die Taschenbuchinhalte hochladen und ich mache das Ganze hier mal mit euch, nämlich wir gehen mal zusammen hier rein und ihr seht zum Beispiel hier, jetzt habe ich hier so ein Manuskript hochgeladen, also das ist jetzt hier der zweite Part, Manuskript hochgeladen, Cover wurde hochgeladen und jetzt haben wir hier den Punkt KI-generierter Inhalt und der ist super wichtig, nämlich wir haben ja jetzt hier ein zu 100% KI-generiertes Buch und wichtig ist, dass ihr natürlich sagt, so, die Texte, die wurden tatsächlich als gesamtes Werk mit minimaler oder keiner Bearbeitung von einer KI erstellt und da kann ich zum Beispiel sagen, so, das war hier ChatGPT oder zum Beispiel andere KIs und bei den Bildern, wenn ihr halt Bilder im Buch drin habt, müsst ihr es halt auch kennzeichnen, wenn ihr über macht, dann natürlich müsst ihr es auch kennzeichnen und wenn ihr jetzt, sagen wir mal zum Beispiel auch eine KI verwendet für das Cover, dann würde ich das auch als ein Bild kennzeichnen, weil es gibt ja auch zum Beispiel solche KIs wie Idyllic, mit denen ihr komplett umsonst auch Covers machen könnt. Ich habe die Plattform zwar schon ein paar Mal vorgestellt, aber ich bin ganz ehrlich mit euch, also besser ist es natürlich immer, wenn ihr einen richtigen Cover-Designer habt, der für euch ein ordentliches Cover erstellt. Sowas hier, ja, kann man machen, aber die sehen halt meistens nicht ganz so hochwertig aus, wie als würde das ein Cover-Designer hier für euch machen. Wichtig ist dann, wie gesagt, nur Folgendes, nämlich, dass ihr das Buch einreicht. Das heißt, ihr müsst dann die Preise festlegen von dem Buch und dann wird das Buch bereits von Amazon publiziert. Und ich denke mal, dann habt ihr nicht viel mehr Arbeit mit allen dem hier zusammen als vielleicht 3 Tage. Das heißt, ihr braucht vielleicht, um das Cover erstellen zu lassen, die Daten einzutragen, das Buch zu erstellen und 3 Tage. Aber das meine ich jetzt auch im Sinne von nicht, dass ihr den ganzen Tag von morgens bis abends arbeiten müsst, um nach 3 Tagen das Buch fertig zu haben, sondern weil halt einfach der Coverdesigner ein bisschen Zeit braucht, weil der Formatierer ein bisschen Zeit braucht, braucht ihr insgesamt vielleicht 3 Tage, aber ihr könnt sicherlich in diesen 3 Tagen auch 20 Bücher fertigstellen und könnt diese über Amazon anbieten. Und falls ihr diesbezüglich noch mehr Hilfe braucht, ich habe euch einen Link zu meinem Coaching-Programm in die Videobeschreibung reingetan. Ich helfe euch dabei, genau solch ein Business hier aufzubauen. Lasst uns eine Stunde gemeinsam buchen, das reicht völlig aus. Ich zeige euch ganz genau, wie man so ein Business aufbaut und dann könnt ihr direkt loslegen und könnt Geld verdienen. Das war es dann schon wieder für das heutige Video. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, falls ihr mit mir ein 1:1 Coaching buchen wollt. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.